Gabriel Hill, warum braucht es ein Kraftbierfest in der Schweiz? Ich würde sagen, warum nicht? Aber es gibt über 500 verschiedene kleine Brauereien in der Schweiz, auch größere Brauereien. Und als ich zuerst in die Schweiz gekommen bin, habe ich gesehen, dass es wirklich so viele Brauereien gibt, aber keine Information oder keinen Platz, wo man die verschiedenen Biere degustieren kann. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir ein Degustations-Bier-Festival. Und ja, es ist in den letzten 3 Jahren ist die Auswahl immer anders. Changing, growing und auch die Innovationen von den Brauereien. Kraftbier ist extrem im Trend. Seit 5 Jahren explodiert das in der Schweiz. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Für mich ist es klar. Ich komme aus Portland, Oregon, Craft Beer City von Amerika. Oder ja, das bekannteste Stadt in Amerika. Und in der Schweiz ist es nur ein bisschen später gekommen. In, würde ich sagen, 1980, 1990 ist es auch in Amerika so gewachsen. Und ja, finally, endlich ist es hier gekommen und die Leute kennen es ein bisschen besser. Und ich glaube, dass so Festivals wie bei uns hier in Rapperswil gibt uns eine Chance, dass mehr Leute es besser können. Trinken Sie auch mal noch industrielles Bier? Nein. Nein, nicht. Es ist lieber nicht. Nein. Was ist die Qualität? Was ist dann für Sie besser an dem Craft Beer als an industriellem Bier? Die meisten sind so vollmundig oder hopfiger oder auch süßer, balancierter. Und so, ja, wenn es heiß ist und dann möchtest du etwas, ein Bier, ist ein Industrial Beer okay. Aber wenn du etwas genießen möchtest, so etwas, eine Erfahrung haben, dann würde ich sagen Craft Beer oder etwas so innovativer oder auch interessanter passt.